Ihr seid ja schon da, ey. Was ist denn mit euch los? Ihr seid ein paar Flinke, hä? Ja, ich weiß, ihr wollt mich alle unbedingt sehen. Und heute gibt's mal kein Let's Play, sondern eher was Gemütliches. Und zwar, ihr mögt doch bestimmt Pokémon. Vorzugsweise die erste Generation. Und ich werde mal eine Art, nicht nur eine Art, ich werde eine Tierlist, eine persönliche Tierlist zu den einzelnen Pokémons hier erstellen. Ihr dürft aber gerne trotzdem euren Senf dazugeben in den Kommentaren, whatever. Oder auch gern persönlich. Und das Ganze kann man hier auf der Seite machen, auf tiermaker.com. Ich habe es so unterteilt hier in diverse Gruppen. Neisenstein. Da kommen die Pokémon rein, die eigentlich immer so im Team dabei waren mal. Sei es im Early Game oder im Endgame. Schon geil. Das sind Pokémon, die ich vom Aussehen her oder von den... Vielleicht auch von den Werten her. Die Werte sollen eigentlich nicht so jetzt reinspielen. Ich meine, starke Pokémon sind immer geil irgendwo, ja, aber es sollte eher die Nebensache sein. Also schon geil, Pokémon, die ich vom Aussehen her gut finde oder von ihrer Art oder sonst irgendwas. Oder ob sie im Anime eine Rolle hatten. Auch wurscht. Ganz okay sind die Pokémon, die halt, ja, süß ist. Es sind halt die Katzen, die sind einfach da. Was habt ihr nicht gehört? So, nicht mein Fall. Pokémon gefällt mir weder äußerlich noch taucht irgendwie in-game was oder im Anime oder schlag mich tot. Carpador, selbsterklärend, komplett unbrauchbare Pokémon. So, und ich habe noch eine Kategorie, die einfach nur... habe ich ja wirklich... das sehe ich ja jetzt. Ich wollte wirklich fuck nicht schreiben, sondern das U mit einem... mit einem Sternchen machen. Oh Gott, lass mir das. Das ist dafür keiner sehen eigentlich schon, ey. So, es gibt ein Pokémon, das kommt da rein. Kenner der ersten Generation, blau, rot und gelb, können sich eigentlich fast schon denken, was es sein wird. Ich tue vielleicht sogar zwei rein, aber mal abwarten. So, wir fangen einfach mal Pokédex-mäßig an, würde ich sagen, ne? Bisasam. Ich persönlich habe von diesen gefühlten 10.000 Runs, die ich gestartet habe, Bisasam maximal zweimal genommen. Ich war nie der Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein Pflanze-Pokémon. Pflanze fand ich damals auch nie so geil. Klar, es hilft gegen Rocco, gegen Misty am Anfang. Also das einsteigerfreundliche Pokémon, aber es hat halt... Ich glaube, beim Kampf gegen Gary hast du eigentlich fast schon gar keine Chance, weil es einfach so ultra schwach ist auch. Ja, nee, Bisasam. Es ist ganz okay. Es ist ganz okay. Wenn man mal die Weiterentwicklung betrachtet, ist das ganz okay. Bisasam. Bisasam ist halt so, das ist das typische von drei Kindern, das man hat, das mittlere, nicht das jüngste, nicht das älteste. Es ist einfach nur da und kriegt null Aufmerksamkeit. Ist nicht mein Fall. Ich mag Bisasam nicht. Es guckt auch so komisch böse hier. So, Bisasam wiederum ganz klar. Super Typ. Habe ich wirklich das ein oder andere Mal dabei gehabt. Von den Pflanzen-Pokémons, die ich so kenne und mal dabei gehabt habe, wenn ich alles durchgehe, eigentlich mein Liebling. So, ich sehe gerade, die Mega-Evolutionen sind hier auch noch drin. Die lassen wir aber mal außen vor. Auch wenn ich dieses Glurak hier, ich kann nicht mal sagen, welches das ist. Da gibt es doch X und Y, gibt es doch da, ne? Aber boah, kein Schimmer, ey. Glumanda. Glumanda ist einfach nur Neisenstein. Habe ich zu 95% genommen. Aufgrund auch natürlich wegen Glurak am Ende. Dem großen Drachen, mit dem man über die Welt fliegen kann. Mehr dazu später. Nee, also Glumanda von Anfang an, ich hab's gesehen und wollte einfach einen generell Feuertypen. Ich bin ein Fan von Feuertypen, muss ich sagen. Glutexo. Ich hab's im Anime schon nicht gemacht. Das ist einfach ein nerviges und möchte gern kleiner Rebell, der meine Erziehungsstelle gebraucht hätte. Das Horn aus seinem. Ist das nur ein Horn eigentlich? Glurak hat zwei Hörner. Glutexo nur eins. Nee. Das gefällt mir nicht. Wie gesagt, das war im Anime schon fresh. In-game. Naja. Und das sieht auch nicht besonders gut aus. Glurak, ohne Frage, wie die meisten von euch wahrscheinlich. Der große Drache an die, nicht so gut Pokédex-Kenner. Was glaubt ihr, wie groß Glurak ist? Hm? Träumt ihr immer noch davon, auf einem riesengroßen Drachen über die Welt zu fliegen?
Glurak ist 1,70. Glurak geht mir bis hierhin. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Glurak kann in Pokémon Rot und Blau nicht mal fliegen. So, aus der Traum. Schicki. Nehme ich trotzdem mit hier rein. Ist für mich eigentlich das Coolste. Ich sag jetzt bewusst das Coolste, nicht das Geilste, ist das Coolste Starter-Pokémon. Gerade im Anime das Schicki mit der Sonnenbrille. Mein Traum. Mega witzig auch. Schilok, gleiches Spiel wie hier. Das ist eine komische Schildkröte, ich mag's nicht. Ich mag seinen komischen Wolkenschweif nicht, ich mag seine Flügel an den Ohren nicht. Wo kommen die überhaupt her? Die verschwinden ja auch wieder, ne? Man weiß es nicht. So, Turtok. Turtok kommt auch mit da hoch. Ich meine, die Idee allein schon, eine Schildkröte mit Wasser-Hydro-Kanonen auszustatten. War eine geile Idee damals. Das ist bei Mega-Turtok. Das ist too much hier unten. Ich glaube, das wäre wieder irgendwo hier bei nicht mein Fall. Na, gar nicht meins. Ja, aber auf jeden Fall neben Glurak, Turtok. Beste Starterentwicklung. Zweitbeste Starterentwicklung. For me. Raupi. Raupi ist eigentlich ein süßes Pokémon. Auch im Anime war es süß mit seinem ersten Auftritt, wo es Misty am Bein rumkrabbelt und Misty komplett ausrastet. Raupi nehme ich eigentlich gerade im Early Game immer mal wieder mit. Aber an sich ist Raupi ja... Was kann Raupi? Raupi kann Tackle und Fahrtschuss. Das ist ganz okay. Ja, ich tue es jetzt einfach mal hier hin. Gut, Safcon. Okay, wenn es aus Raupi entwickelt, ist es ganz okay. Aber wenn man es einfach nur so fängt und es nur härtern kann... Komplett nutzlos. Nee, ich... Kapitur, sage ich schon. Safcon kommt für mich einfach nur dahin. Wisst ihr was? Kukuna nehme ich gleich hinterher. Also ist eigentlich das Gleiche. So, Smetbo. Der Early-Game-Sieger bei mir eigentlich immer. Es lernt halt recht früh Konfusion. Und Konfusion, gerade Psycho-Attacken in der ersten Generation, einfach nur komplett imber. Hat mir auf den Arsch gerettet. Only you kommt neben Raupi. Melodie komplett verkackt. Egal. Only you auch ganz nett eigentlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt Bibo nicht so oft dabei hatte. Ich kann nicht mal sagen, ob es wirklich... Ist das so ein starkes Käfer-Pokémon Early Game? Was, ich weiß gar nicht, was für Attacken es erlernt. Furienschlag hat so relativ früh, aber lernt es auch Käfer-Attacken? Ich meine, mit Smetbo bist du halt komplett ausgeliehen, weil es recht früh auch Stachelspore und Schlafpuder und alles Mögliche lernt. Das ist halt schon geil, aber Bibor, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Egal, Bibor kommt aus einem nostalgischen... Kann man das ist nicht mal nostalgisch, das ist gerade mal 2 Jahre her. Hat einen persönlichen Grund, warum es trotzdem jetzt hier landet. Es war mein allererstes wildgefangenes, schillerndes Pokémon. Also ein Shiny. vor 2 Jahren übrigens erst in nicht Soul Silver. Nee, das war für die silberne Edition auf dem 3DS. Da habe ich runtergeladen damals. Stimmt, da war es. Ich habe es auch recht spät gemerkt, muss ich sagen. Ich hätte es fast besiegt gehabt. Aber Bibor, mein allererster Shiny, wird immer hier und hier drin bleiben. Ach, Taubsi, es ist halt eine Taube. Wie man weiß, können ja Tauben und Ratten einen töten, wenn man ohne Pokémon ins hohe Gras läuft. Was ist für euch eigentlich der Plural von Pokémon? Sagt ihr Pokémons, Pokémon? Ich nehme, glaube ich, beides, ich weiß es gar nicht. Ich kann auch nicht sagen, was richtig ist. So, Taubsi ist einfach nur nervig, vor allem, wenn es Sandwirbel einsetzt. Nee, ist 0815 Taube. Genauso wie Tauburger ist so eine möchtegern coole Taube. Naja, ist schon geil im Early Game irgendwo. Aber, ist nicht mein Fall, wie es hier steht. So, aber wer eins geile Taube ist, das ist natürlich Taubos. Und Taubos war ja eigentlich das reine Flug-Pokémon, sag ich jetzt mal, wenn man den Normaltyp jetzt mal weglässt. Überhaupt. Und, oh mein Gott, ja. Hat man auch im Anime gesehen, dass es gut war. Megataubus. Ich habe mir Megataubus noch nie genau angeguckt. Genau wie Megabibo. Das sieht mir ein bisschen nach too much aus hier. So, Radfratz. Wie gesagt, Ratten und Tauben sind tödlich, wie man weiß. Nee, Radfratz nervt. Gibt's einfach viel zu oft und überall. Wobei ich aber sagen muss, Radikal wiederum kann im Early Game ein richtiges Tier sein. Radikal will ich eigentlich hier so zwischen reinpacken. Weil gerade eine Superzahn... Was lernst du? Was ist denn jetzt wieder? Was? Ich verwechsel, glaube ich, gerade wieder Superzahn mit Hyperzahn. Das eine zieht doch immer so einen gewissen Prozentteil der KP. Aber waren es immer 50%? Ich weiß es nicht mehr.
Aber auf jeden Fall sind die Attacken eigentlich auch relativ krass am Anfang. Vom Aussehen her, naja, eigentlich magischer Ratten, aber... Not you, Radikal, not you. Habitak. Na, hab ich nie gefangen, nie gemocht. Sieht auch für mich nicht gut aus. Genauso wie Ibitak. Na. Einfach nur nein. Rettern. Wo packe ich dich denn hin? Eigentlich warst du auch nie in meinem Team. Ich habe dich zwar gefangen, aber... Kann ich mal sagen, ob du wirklich stark warst in der ersten Generation. Abo hingegen finde ich wieder ganz okay, allein schon aufgrund des Musters, das es hat. Oh mein Gott, es ist eine Kobra. So, Pikachu. Irgendwann ist es halt mal ausgelutscht, ne? Ich meine, es gibt ja schon mittlerweile 2-3 andere Pokémon, die schon fast so aussehen wie du. Ich meine, in Pokémon Gelb nehme ich es natürlich trotzdem immer mit, weil es da einem noch schön hinterherläuft. Du bist noch ganz okay, komm. So tief bist du noch nicht gefallen. Auch wenn du manchmal schon echt nerven kannst, ja. Raichu, ich nehme dich direkt hier hinten dran. Ja. Du bist Pikachu nur in... Ja, schöner bist du nicht unbedingt. In stärker, fertig, ganz einfach, ja. Sandan war, glaube ich, eines der wenigen Pokémon, die ich nicht bekommen konnte damals. Lass mich jetzt lügen, scheint auf jeden Fall Pokémon Rot. Da gab es das ja nicht. Und in Pokémon Gelb glaube ich ja nämlich auch nicht. Deswegen kann ich da immer so meine Probleme mit diesem Pokémon. Kann dazu nicht so viel sagen, aber ich weiß, dass Sandama eigentlich ganz, ganz krass ist. Vor allem, wenn es Schlitzer kann. Und Schlitzer, wie ihr vielleicht wisst, war ja komplett broken. In der ersten Generation war ja immer ein Volltreffer. Und eigentlich jedes Pokémon, das Schlitzer irgendwie konnte oder was so, der wie nennt man das denn? Iconic Move. Kann man das so nennen bei Sandan? Also bei jedem Pokémon, bei dem Schlitzer der so der Iconic Move war, war eigentlich schon hochgelevelt bei mir. Die beiden Nidorans. Ich packe euch mal zu ganz okay. Gerade in der gelben Generation hat gerade Nidoran... Was hatte ich immer dabei? Ich meine, ich hatte das männliche immer dabei, weil ich einfach Nidoking auch am Ende besser fand. No hate hier gegen Nidoqueen. Wir hatten eine gelbe Generation mir auf den Arsch gerettet, weil mit Pikachu kaufst du ja nicht weit gegen Rocco. Und hast du ja irgendwas gebraucht, um gegen diese Gesteins-Pokémon antreten zu können. Und gerade mit Nidoran... Ist egal, welches jetzt von beiden. Die konntest du dir ja neben Vertan der City fangen. Und die haben ja recht früh Doppelkick gelernt. Und damit war Rocco schon eigentlich... Wieder easy game hier. Deswegen für mich beide eigentlich ganz okay. Auch wenn ich sie an sich... Ja, irgendwo sind sie schon süß, aber... Nidorina. Einfach nicht mein Fall. Sorry, aber du bist ein riesengroßes hessisches Schwein. Nidoqueen wiederum. Ja, ich mag Nidoqueen. Genauso wie Nidoking. Nidoking hatte ich, wie gesagt, sehr oft dabei am Anfang. Man kann es ja auch schon recht früh. Ich habe Nidoking schon vorgenommen, obwohl ich hier noch Nidorino habe, sehe ich gerade. Nidorino kommt für mich jetzt auch einfach hier hin. Ich mag das Design nicht. Es guckt komisch böse, als ob es irgendwie. Und ob es mal einen hinausdrücken müsste, aber es geht nicht. Ja. Nidoking, wie gesagt, habe ich gerne mitgenommen, weil man konnte es einfach schon auf Level. Wann entwickelt sich Nidoran zu Nidorino auf Level 16? Theoretisch, wenn man wollte, kann man schon mit Level 16 einen Nidoking haben. Man findet, glaube ich, auch relativ früh noch einen Mondstein. Und ja, also das war schon krass am Anfang. Mit Nidoqueen natürlich genauso. Ich finde es hier... Ich weiß nicht, gibt es Statusunterschiede? Statuswerteunterschiede bei den beiden großartig? Da habe ich mich nie drüber schlau gemacht, muss ich sagen. Ich fand Nidokings Schrei auch immer so geil, muss ich sagen. Da hat er sowas Furchteinflößendes. Pipi ist eigentlich ganz okay, ja. Du warst ja so das mysteriöse Pokémon aus dem Mondberg damals, dass man, wenn man es dann erstmal fangen wollte, nie aufgetaucht ist. Aber wie man hatte man keine Bälle dabei oder war gar nicht drauf aus, sondern warum auch immer dort. Dann kamst du zuhauf. Pixie, die packe ich auch mal hier mit bei ganz okay rein. Allein schon, weil es diese Urban Legend gibt,
mit Pixie und Gengar, dass Gengar ja so dieser böse Schatten von Pixie sein soll. Könnt ihr mal googeln danach. Es ist ganz interessant eigentlich. Gibt es viele, viele Gemeinsamkeiten bei den beiden Pokémons. Übrigens habe ich Pokémons gesagt, zum Beispiel nicht mehr Pokémon. Vulpix. Gab's Vulpix in der gelben Edition? Oh, gab's das im Casino? Ich weiß es nicht mehr. Hatte ich eine, allerdings auch sehr, sehr, sehr wenig, weil ich einfach nicht rankam an dieses Pokémon. Ich meine, es gab's nicht. Ich meine, das gab's nicht. Nee, nur weil es nicht hatte. Ich meine, ich find's ganz okay. Es ist ein kleines, süßes Hundi. Ich meine, die Frisur am Kopf, darüber kann man streiten. Aber so, ja, doch. Ich glaube, wenn man einen Weg laufen auf der Straße, ich würde es streicheln wollen. Und natürlich die Weiterentwicklung. Vulnona. Vulnona brachte Unglück, oder? Mit seinen komischen... Irgendwie war sowas im Pokémon-Eintrag gestanden, dass man, wenn das und das ist, dann bringt es Unglück und... Oder was Glück? Verurteilt mich nicht. Ja, Vulnona ist eigentlich ein ganz schönes Pokémon. Also gibt es die Kategorie schön? Hätte ich eigentlich machen können. Scheiße, aber schön. Da wärst du drin gelandet. Du bist ein ultra schönes Pokémon. Aber ich kann leider nicht mehr zu dir sagen. Hast du im Anime auch irgendwo einen Auftritt in den ersten Folgen? Fällt momentan nichts zu ein, ehrlich gesagt. Pummeluff. Pummeluff. Gibt's da draußen einen von euch, der Pummeluff mag? Wenn ja, hallo, mashallah, was ist los? Sag doch mal hallo zu den Leuten hier. Willst du auch mal was ins Mikrofon reden? Sag mal was. Das Kamera scheu. Hast du Hunger? Ja. Du hast immer Hunger. Deswegen wirst du immer dicker und dicker. Legst du dich jetzt da hin, ne? Okay. So, wo waren wir? Bei Pummeluff. Gut, im Anime. Es waren die ersten paar Folgen, wie Zekros aufgetreten. Wisst ihr, wo es vorkam? Ich mache dir mehr Platz, dass die Tastatur hier nicht im Weg liegt. Könnt ihr das jetzt sehen hier unten? Guck mal, kann ich hier runter? Da liegt jetzt und will gestreichelt werden. Ja, ach Gott, das arme Vieh. Mit so wenig Geschmust gibt gar keine Aufmerksamkeit. Nein, nein, nein. Pummeluff, wie gesagt, in den ersten Anime-Folgen, wo es vorkam, war es ganz witzig, aber irgendwann war es halt auch mal ausgelutscht, ich weiß nicht. Und es hat auch so gefühlt im Spiel genervt, weil Gesang gefühlt immer getroffen hat. Und natürlich war man immer 5 Runden lang eingeschläfert. Außerdem ist es Ballons. Ich mag an sich keine Ballons. Knuddeluff. Na. Zu wenig Berührungspunkte mit dir. Was ist jetzt los? Genug gestreichelt? Gut. Reicht für heute. Knuddeluff, ne. Ich hatte weder Pummeluff großartig im Team noch Knuddeluff. Ich weiß nicht. Ich habe Pummeluff immer direkt einen Mondstein gegeben, dass es entwickelt hat, dass es im Pokédex hatte. Fertig. Direkt kam es wieder in die Box dann. Also, na. So. Was glaubt ihr denn, wo das nächste Pokémon hinkommt? Der ein oder andere hat es schon geahnt. Fuck off, Zubat. Du bist einfach nur ultra nervig. Du bist ein dummes Arschloch. In jeder verschissenen Höhle tauchst du alle 2 Schritte auf, verwirrst einen, gibst keine XP und kannst auch sonst nichts. Zubat. Wenn ich einen von euch draußen erwische, der Zubat mag, der kriegt sie. Ich schwöre, der kriegt sie. So, Golbat. Golbat eigentlich fast genauso. Ich ziehe Golbat trotzdem hier rein, weil A, Golbat wenigstens ein bisschen XP gibt und es ja nicht allzu oft auftaucht, weil in den Höhlen, wo es auftaucht, auch noch genug andere Pokémons auftauchen können. Von daher, aber es nimmt sich nicht viel. Das einzige Gute an Zubat ist, dass es sich zu X-Bat entwickelt. Und X-Bat mag ich eigentlich. Aber das gibt es ja leider nicht. Gibt es ja erst in Pokémon Gold, Silber, beziehungsweise Kristall. Mirabla, Mirabla, Mirabla. Mirabla ist ganz okay. Ist ein nachtaktives Pokémon. Aber es ist ein Pflanzen-Pokémon. Was lernt denn an Pflanzenattacken? Ist Absorber eine Pflanzenattacke? Ich glaube ja, ne? Aber ansonsten lernt er, glaube ich, nichts, ne? Dann kommt er irgendwann erstmal Duflur. Duflur kommt einfach dahin. Das ist ein Sabbater. Das ist eine sabbernde Pflanze, die ultra stinken soll. Und es ist im Dauerschlafgefühl, so wie es aussieht hier. Giflur wiederum. Ja, ich habe es nie effektiv trainiert, muss ich sagen. Ich hatte immer nur Myrapla zu Duflur trainiert und
Karten haben es, glaube ich, auch schon immer direkt entwickelt gehabt. Magiflor magisch eigentlich vom Aussehen her, ja. Aber ich habe es selbst nie im Team benutzt. Im Team, nicht im Team, ja. Ich habe gerade so viele Bilder im Kopf, wo ich mir die Pokémon anguckt, wenn man da wirklich im Team... Oh Gott, nein. Würde man das auch so dominen? Wahrscheinlich, ja. Reden wir nicht weiter darüber. Paras. Paras ist das zweite Drecksvieh aus dem Mondberg, dass wenn man es einmal fangen will, dann kommt es nicht. Und meistens auch gerade dann, wenn du wirklich zur Hälfte im Mondberg drin bist, das heißt, ob es egal ist, dass du dann zurückläufst oder weiterläufst, dann tauchen sie auch meistens eventuell auf und machen sofort und spammen Stachelspore hier, dass deine Pokémon schön paralysiert sind. Gar nicht nervig, nee. Paras hatte ich auch nie im Team, genauso wie Parasek war, nee. Spricht mich einfach nicht an. Es hat einen riesengroßen Pilz. Ich mag keine Pilze. Also, ab. Blutzuck nervt irgendwann im Anime. Ich kann es nicht mehr hören, wenn es seinen Namen ruft einfach. Blutzuck. Kein Blutzuck. Aber Blutzuck ist halt eins dieser Pokémon, das auch noch... Und dieser Käfer-Pokémon, das Psychokinese sogar. Also auf jeden Fall Konfusion, da bin ich mir relativ sicher. Aber Psychokinese lernst du doch auch noch, oder? Zumindest meine ich das Omot. Ja gut, also Konfusion lernst auf jeden Fall. Psychokinese kannst durch die TM, glaube ich, erlernen. Aber ob es das von alleine lernt? Aber Omot ist eigentlich ganz okay. Ja. Auch wenn ich keine Motten mag, aber es sah in-game immer so schön groß aus. Dicta war schon geil. Weil ich es eigentlich fast immer mitgenommen habe, sobald ich in Urania City angekommen bin. Direkt mal ab in Dicta's Höhle. Dicta fangen. Im besten Fall vielleicht sogar ein Dicktri, die sind ja auch am Zimmer aufgetaucht. Aber Dicta war für mich einfach das Boden-Pokémon überhaupt. Das habe ich wirklich gerade, wie gesagt, im Early Game. Kann man das schon Early Game nennen? Das ist eigentlich eher Mid-Game mitgenommen. Und auch sehr oft bis mit ins Late oder sogar Endgame behalten. Weil Dicktri. Ich mag Dicktri. Vom design-technischen Aspekt kann man jetzt mal drüber streiten, wie kreativ das war, aus einem Dicta einen Dicktri zu machen. War ja mit Magnetilo nicht anders. Wobei, da verstehe ich es ja eher, von wegen Magnete ziehen sich ja an und sowas, ne, ja, bla bla bla. Kann ich eher verstehen. Zumal es immer noch ein riesengroßes Mysterium gibt, wie Dicta unter der Erde aussieht. Da gibt es ja auch diverse krasse Bilder im Internet. Mauzi. Zu Mauzi kann ich, glaube ich, am allerwenigsten sagen, weil ich das Pokémon so gut wie nie hatte. Es gab es weder in Pokémon Rot, es gab es weder in Pokémon Gelb. Danach habe ich mir Pokémon Gold geholt. Ratet mal, was es da nicht gab. Mauzi, richtig. Nicht mein Fall. Auch wenn du eine Katze bist, aber allein schon wegen Team Rocket. Nein. Also nicht wegen Team Rocket, aber weil du da sprechen kannst, du einfach nur nervig bist und keine Ahnung was. Du bist nicht mein Typ. Aber du kannst Zahltag, ey. Theoretisch, du könntest einen reich machen. Nein, Quatsch. Snobilikat, das ist für mich eine Katze. Eine schöne Raubkatze. Ich habe dich zwar auch nie im Team gehabt, aber Schlitzer ist ja auch so ein Iconic Move quasi von dir. Ich würde schon gerne mit dir schmusen. Also wenn ich Giovanni wäre, ich würde dich auch als Haustier nehmen. Vielleicht zwei von dir. Solange es keinen Stress gibt zwischen euch. Anton ist auch ganz okay. Anton ist witzig im Anime. Das ist so ein Ding, das finde ich nicht irgendwann ausgelutscht. Das kommt sehr oft aus dem Pokéball. Ich kann mich mit identifizieren. Zumindest was die Kopfschmerzen angeht, mehr nicht. Jetzt wird mein Hals dran. Und da hilft nur eins. Weißwein. So. Ich brauche eine Weinschorle, weil... Man muss ja nicht übertreiben. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Nur ohne. Ja, richtiger Allmann-Witz. Enteron. Hatte Misty jemals ein Enteron im Anime? Ich glaube nicht, oder? Nee. Enteron. Man konnte doch auch Enteron über Azuria City angeln. Konnte man das angeln oder ging das mit Surfer? Na egal. Ich hatte Enteron auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr wenig. Aber ich mag eigentlich sein Design irgendwie. So eine kleine Akro-Ente. Auf zwei Beinen vor allem. Okay, Enten laufen generell auf zwei Beinen. Mike, was war das für eine dumme Aussage schon wieder? Oh Gott. Menki. Ich mag Menki. Menki, allein schon
aus dieser einen Szene im Anime, wo sie irgendwelche Reis, diese Reis, wie haben die Reisbällchen, die haben einen bestimmten Namen. Mir fällt es gar nicht ein. Von Ash klaut. Und dann irgendwie vor James landet. Und James kickt das Mankey weg. Und Mankey rastet vollkommen aus. Wird zu Rasaf und rennt den hinterher. Das ist allein dafür. Richtig geile Aktion. Deswegen nehme ich Rasaf da auch noch mit. Mach eine Fliege! Das hättest du lieber nicht getan. Und zudem Mankey als Ersatz für Nidoran und männlich und weiblich. Gerade in der gelben Edition, glaube ich. Gab es das in Rot auch neben Fatania City? Auf jeden Fall in der gelben Edition neben Fatania City kommen wir auch einen Mankey fangen. Das hat dann, glaube ich, Fußkick gelernt oder sowas. War auch sehr geil für Rocco dann. Fukano. Nee, Fukano, ganz ehrlich, mag ich nicht. Ist für mich nur so ein hochnäsiger kleiner Köter. Im Anime kann er ein-, zweimal süß sein vielleicht, aber in-game, keine Ahnung, die Sprites waren auch nie so... Ach nee, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Fukano und Vulpix, ich würde Vulpix nehmen. Andererseits wieder, die Weiterentwicklung, Arcani. Ja, okay, ich merke schon, hier fehlt wirklich, das ist so ein kleines Zwischending hier. Arcani ist eigentlich mehr als ganz okay, aber nicht... Ja, Arcani ist... Doch, Arcani ist schon geil irgendwo. Komm, Arcani ist ein riesengroßer Hund. Also im Anime sieht man ja auch, wie Ash drauf reitet. Durch das ganze Land. Und sucht weit und breit. Es ist ja dieses Möchtegern-legendäre Pokémon. Das hat er eigentlich legendären Status mal gehabt. Den es dann irgendwie aberkannt bekommen hat. Man sieht es ja, glaube ich, auch in der... Oh, ich weiß nicht, in welcher Folge das ist. In irgendeiner Folge siehst du auch so eine Steintafel, wo Arctos, Zapdos und Lavados drauf sind. Dann ist rechts unten, glaube ich, nochmal Arcani abgebildet. Also irgendwas muss da mal gewesen sein. Da habe ich leider keine Info zu. Muss ich mich mal schlau machen. Quapsel. Quapsel ist an sich nicht so mein Fall. Ich habe es oft probiert mit ihm, muss ich sagen. Das ist einfach ein zu schwaches Wasser-Pokémon. Na. Selbst wenn du eine Blubber- oder Aquaknarre einsetzt am Anfang mit ihm, es macht gefühlt einfach keinen Damage. Vom Aussehen her, naja. Kapuzzi wiederum ist eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Aber halt auch nicht so der Stärkste. Ich pack's mal damit rein, ja. Ich meine, außerdem habe ich Quapuzzi oft recht schnell zu Quapo entwickeln und damit TMs vollgefüttert. Quapo wiederum hatte ich das öfteren mal dabei. Mag ich auch. Ich mag es, dass er den Kampftyp noch mit drin hat. Hat sie nicht. Doch, in der ersten Generation hat sie den Kampftyp mit drin, oder? Doch, müsste. Ach komm, wie wenn nicht. Aber das wäre ein Skandal. Okay, ich sehe gerade, es gibt doch ein zweites Pokémon, das man da reinsetzen könnte. Wir alle wollten doch das Abra haben, das man in der Nähe von der Zuga City fangen kann. Was setzt Abra sehr oft ein? Beziehungsweise, was ist die einzige Attacke, die Abra kann? Teleport, richtig. Ich meine, ich bin froh, dass ich mein Smetbo immer dabei hatte, das Schlafpuder konnte. Damit ging's relativ okay, aber komischerweise hat Schlafpuder da nie getroffen, wenn man das fangen wollte. Und es ist auch zum Trainieren einfach ultra scheiße. Abra zu trainieren, bleh, einfach nur bleh. Aber naja, es wird halt zu einem imbar krassen geilen Pokémon. Kadabra. Ich tue Kadabra jetzt auch schon mal hierbei schon geil rein. Weil meistens habe ich dann auch wieder bis Level 30, 40. Wenn dann sogar 50 gehabt, bis ich dann doch mal irgendwie getauscht habe. Beziehungsweise die Möglichkeit dazu hatte, es zu tauschen. Gab es mit Kadabra nicht diesen Rechtsstreit mit Uri Geller? Uri Geller kennt ihr vielleicht noch? Dieser Möchtegern, Zauberer, Illusionist, wie auch immer er sich genannt hat. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ob es um den Löffel ging oder sowas. Und, oh nee, warte mal, der englische Name von Kadabra, da hat er, glaube ich, auch irgendwas mit Uri. Ja, irgendwas mit Uri war das, glaube ich, auch noch. Also es gab schon so diverse Verknüpfungen. Und dann ist aufgeregt, dass irgendwie der Kommunistenstern oben drauf war und diese drei Striche, sage ich mal, auf seinem Körper, die man jetzt hier leider nicht gut sieht. Das könnten ja SS-Runen sein und ach, was weiß ich. Und ja,
Ich glaube, das kam auch nicht ganz durch, wirklich. Aber soweit ich weiß, wurden Kadabra-Karten, Pokémon-Karten, nicht mehr produziert seitdem. Und ich bin mir auch unsicher, ob es dann nochmal irgendwie Auftritte im Anime hatte in der Zeit. Irgendwie hat Pokémon drauf reagiert. Bin mir unsicher. Aber ich weiß nicht, wie das letztendliche Ergebnis von diesem Rechtsstreit, whatever, war. Sind da ohne Diskussion. Psycho-Pokémon, Psycho-Imba. Generell sehr geiles Vieh. Immer mitnehmen. Kann ich nur empfehlen. Mega Simsala habe ich mir auch nie wirklich angeguckt, ey. Toll, das hat jetzt 1, 2, 3, 4. Das hat 5 Löffel. War es bei Ikea jetzt einkaufen und fühlt sich wie der geile Honk oder was? Ne. Macholo, Macholo. Wie sprecht ihr das aus? Macholo, Macholo, Macholo? Bei mir war es Macholo immer. Macholo, Macholo, ne. Macho. Ne, das Matsch mag ich auch nicht. Auch wenn es eher von Macho kommen würde und vielleicht auch irgendwo Sinn ergeben würde. Ne, Macholo. So. Wie man spricht, ne? Idiot. Macholo ist eigentlich ganz okay. Ich war immer froh, wenn ich eins beim ersten Durchlaufen vom Felstunnel gefunden und auch fangen konnte. Aber ich muss sagen, so wirklich trainiert habe ich es auch nie. Manchmal, wenn ich wirklich Lust hatte auf Macho Mai. Wie spreche ich Macho Mai aus? Macho Mai. Sag ich immer Macho Mai? Macho Mai? Macho Mai? Nee, ich sag Macho Mai. Da sieht man schon, dass ich es nicht so oft dabei hatte, das Pokémon, und auch relativ wenig Berührungspunkte mit hatte. Genauso wie Mashuk. Mashuk aus einem Grund schon geil. Es ist, glaube ich, das erste Pokémon, das man sieht, das den Menschen wirklich hilft, indem es nämlich den Boden ebnet, um Häuser zu bauen. Und wenn man jetzt die Stadt erraten, sagen kann, wo das ist, der kriegt einen Keks. Macho Mai ist natürlich auch schon geil, ich meine, komm. Das war doch wahrscheinlich auch von den meisten Leuten die erste holographische Karte. Behaupte ich jetzt einfach mal. War ja auch nicht schwer, sie zu kriegen jetzt unbedingt. Knofenser ist einfach nicht mein Fall. Genauso wie Ultrigaria, da komme ich immer auf ganz, ganz komische Gedanken. Da habe ich schon ganz, ganz komische Bilder im Internet gesehen, die wollt ihr nicht sehen, glaubt mir. Und das sind wie gesagt aus den Pflanzen-Pokémon. Ich bin nach wie vor kein Pflanzen-Pokémon-Typ. Ich weiß nicht warum. Ich kann mit dem Typ nichts anfangen. Sachzenia ist im Anime eigentlich ganz witzig. Wie es James immer fressen will. Wobei ich sagen muss, laut Pokédex hat es doch diese ganz, ganz eklige, zersetzende Säure in sich drin. Jetzt frage ich mich, will es James töten oder hat es James ganz arg lieb einfach nur? Ich bin mir unsicher. Aber eigentlich mag ich es, ja. Ich mag sie sein. Wie heißt die Pflanzen an sich? Heißt aber nur Sarazenen, glaube ich, ne? Sind das Sarazenen? Ah, die sind schon interessant. Oh, ich erinnere mich. Das Zubat des Meeres. Fuck off. Weg mit dir. Das lasse ich einfach kommentarlos da stehen. Ihr wisst warum. Da brauche ich gar nicht drüber quatschen. Da könnte ich gerade verrückt werden. Tentoxa wiederum. Tentoxa finde ich ganz okay. Tentoxa hat so einen evil Blick wieder drauf. Und so. Ich wollte gerade sagen, ich fick euch alle. Aber mit den Tentakeln und diesem ganzen Hentai-Gedöns da in meinem Kopf. Machen wir einfach weiter. Kleinstein habe ich immer mitgenommen am Anfang. Wo gab's denn das? Gab's das im Felstunnel, im Mondberg, ne? Doch im Mondberg gab's das, direkt gefangen, trainiert. Hat sich immer rentiert. Georok, ja. Nein, Georok ist ganz okay wiederum. Design, es schreckt mich eher gesagt ab, wie, als dass es mir zusagt. Ich meine, es ist, okay, Kleinschein ist jetzt auch nicht anders. Aber Georok ist halt einfach wirklich nur ein Felsen mit irgendwie Armen und Beinen und... Geowatz war auch immer mit dem Team dabei. Sehr, sehr lange. Sehr, sehr oft.
So, knapp die Hälfte dürfen wir jetzt haben hier, ne? Ponita habe ich mir eigentlich auch immer nur gefangen, um Threshold zu Galoppa zu entwickeln, damit sie im Pokédex drin war. Ich habe die beiden nie benutzt. Außerdem ist Galoppa auch ein Einhorn. Ich mag keine Einhörner. Mag jemand Einhörner von euch? Ich glaube nicht. Fleckmon. Gefährliches Halbwissen. Fleckmon hat irgendwas mit dem Mew-Trick zu tun, sodass man doch ein Mew in der ersten Generation fangen kann. Deswegen kommst du deswegen schon hier rein. Außerdem bist du auch wieder ein Psycho-Pokémon. Du hast dieselbe Art an dir wie ich. Faul, einfach nichts tun und trotzdem effektiv sein. Lamus pack ich. Ja, ich pack's auch mal hier rein, allein wegen der Geschichte, was seine Entwicklung angeht, auch wenn es leider im Spiel nie so rüberkam, aber man hat es ja auch in Pokémon. In Pokémon Snap hat man es ja immer gut gesehen, dann, dass sich ein Muschas in seinen Schwanz verbissen hat. Auch wenn das Muschas dann nicht gerade einen Schönheitswettbewerb gewinnen würde. Also als Muschas würde ich mir das zweimal überlegen. Naja. Ist das die Mega-Entwicklung? Wird es immer weiter von Muschas aufgefressen? Was ist das für ein Muschas? Das ist ein Muschas, frisst ja komplett auf. Was ist die nächste Entwicklung davon? Wieder nur noch Muschas. Das sieht ja witzig aus, Alter. Wie es einfach auch nur guckt. Was passiert mit mir? Hilfe! Oh nein! Magnetilo ist ganz okay. Das ist... Elektro-Pokémon haben zwar eigentlich auch einen relativ hohen Stellenwert bei mir, aber... Sind wir ehrlich, es ist Magnetilo. Und die vorhin schon drüber gesprochen. Magneton. Die Designentscheidung. Ja. Ist okay, ja, ist okay. Da will ich jetzt nicht dran meckern. Aber im Endeffekt sind es einfach nur drei Magnetilos. Fertig. Ganz einfach. Porenta. Es ist eine Ente mit Lauch in der Hand. Es schlägt mit dem Lauch zu. Ist das so ein Ding? Also ich weiß es nicht, ob das normal ist, aber gibt es eine gewisse Entenart, die auf Lauchzwiebeln steht? Ist das ein Ding irgendwo in der asiatischen Kultur? Ich finde die Idee einfach witzig. Wenn ich mir bildlich vorstellen würde, wie hier eine Ente mit so einer Lauchstange auf einen zurast und sich vermöbelt. Dodo. Allein, dass dieses Pokémon fliegen darf und fliegen kann, während Glurak es nicht darf und nicht kann, es ist eine Frechheit. Also was sich Game Freak dabei gedacht hat, wie dieses Pokémon fliegen kann. Man sieht es zwar in Pokémon Stadium, das ergibt aber keinen Sinn. Dodri genauso. Wobei Dodri ist natürlich wiederum ganz okay. Ich meine, es hat auch drei verschiedene Persönlichkeiten. Genau wie ich. Aber stell dir mal vor, du würdest sowas als Haustier halten. Du wirst ja wahnsinnig werden. Ist ja schlimmer wie ein Papagei. Jurob ist halt eine Robbe. Genau wie du, Jugong. Ihr könnt froh sein, dass er nicht in bestimmten Teilen auf der Erde wohnt. Stichwort. Hashtag. Robbenkloppen. Eigentlich ist das gar nicht witzig. Das tut mir leid. Slimer. An sich finde ich die Idee auch ganz gut, dass so aus Gift und aus Müll irgendwie so ein Pokémon entstehen kann. Aber, ja. Dass aus einem kleinen Slimer einfach nur ein großer Slimer wird. Hätte man mehr draus machen können. Zumal es eigentlich auch, glaube ich, sehr, sehr giftig sein soll, der Schleim von ihm. Weiß der Teufel, wie oft Ash unter seinem Slimer lag. Reden wir nicht weiter drüber. Muschas. Komm, ich pack dich jetzt mal. An sich bist du nicht wirklich geil. Aber ich habe Fleckmon hier reingetan. Nee, komm, ich tue dich bei ganz okay, weil Fleckmon hat auch den Psychotyp, weswegen es hier hochgestuft wurde. Muschas, du bist, ja. Du nervst nicht in den Höhlen. Du bist einfach nur da. Austausch wiederum. Ich finde das Design ganz geil. So eine miese Auster. Oh. Die Miesmuschel. Ist das die magische Miesmuschel? Der Vorgänger davon? Hat es irgendwo eine Schnur, wo man dran ziehen kann? Man weiß es nicht.
Nebulak, jawohl, Nebulak. Nebulak kam immer mit ins Team, sobald man in Lavandia war. Beziehungsweise in diesem Pokémon-Turm. Einfach aus dem Grund, weil Alpollo schon geil ist. Überragend. Aber noch am allergeilsten, auch mein Lieblings-Pokémon, muss ich sagen, nach wie vor, Gengar. Und ihr merkt schon, ich hatte immer drei Pokémon dabei, die man erstmal tauschen musste, bis sie voll entwickelt waren. Und das war damals wirklich, wirklich nervig. Ich meine, ich hatte zwar auch irgendwann mal dann, oder was heißt ich, die Familie hatte irgendwann mal, damals zwei Gameboys gehabt. Und irgendwann hatte ich ja dann auch mal nach der roten noch die gelbe Edition bekommen. Da war das dann okay. Beziehungsweise es ging ja auch über Pokémon Stadium in den Transfer Pack. Da hatte ich ja Gott sei Dank auch zwei davon. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann, zwei Transfer Pack oder ein zweites Transfer Pack gekauft zu haben. Aber war nicht mein Problem damals. War nicht mein Geld, glaube ich. Gengar, auf jeden Fall top. I love you. Onix. Kann man Onix so als das erste Boss-Pokémon bezeichnen? Ich meine, Rocko hat ja noch einen Kleinstein bei sich gehabt, aber Onix war ja dann so das Iconic-Vieh bei ihm. Gerade mit Geduld, wenn man noch keine Ahnung hatte, war es ja schon so ein... Ja, es war schon stark. Es ist auch sehr selten im Felstunnel zu finden. Ich finde Onix eigentlich ganz okay. Auch die Idee dahinter. So eine große Steinnatter. Die, glaube ich, in letzter Zeit ziemlich viel geschrumpft ist, wenn ich schon die letzten Spiele angucke. Da wirkt es sehr, sehr klein im Gegensatz zum Anime. Naja. Auf die Größe kommt es ja nicht an, wie wir alle wissen, gell? Gut. Traumato. Was soll ich von Traumato halten? Was glaubt ihr? War es im Schlamm gehockt? Hat es eine Hose an? Oder was soll das sein, das Braune? Ich mag es nicht. Es ist nicht mein Fall. Es ist ein Psycho-Pokémon, aber ich mag es einfach trotzdem nicht. Hypno wiederum, da gibt es auch so die ein oder andere Geschichte, dass es ja Kinder entführen soll. Da gibt es ja das ein oder andere T-Shirt-Design, was eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, aber es ist halt ultra creepy. Also ich wollte keinem Hypno begegnen, muss ich sagen. Nee, ich tue es, ist es ganz okay, ja, es ist ganz okay. Ich weiß die Hintergrundstory da jetzt nicht so ganz, ansonsten wäre es vielleicht noch ein bisschen weiter oben, aber belassen wir es dabei. Krabi und Kingler. Man kriegt Krabi einfach viel zu spät, sodass es gar nicht mehr lohnt, es auf Kingler zu trainieren. Und Kingler war jetzt, glaube ich, auch nicht so der Shit. Nennt mich ein Lügner, wenn das falsch war. Aber, nein. Voltoball. Voltoball hat irgendwann genervt im Kraftwerk. Du wolltest ein Item einsammeln, hast gehofft, dass es irgendwas Geiles war, Sonderbonbon, irgendeine geile TM, ein Beleber, Hypertrank. Nein, es war ein Voltoball. Was macht Voltoball meistens? Explodieren, richtig. Ultra nervig. Genauso wie Elektroball. Aber Elektroball, ich mag seinen Blick. Das ist etwas Gefährliches. Es wartet nur drauf, dich in die Luft zu jagen. Bei Voltoball, es wartet wahrscheinlich auch nur drauf, ich weiß es nicht. Es hat einfach nur keinen Bock, es ist genervt. Aber der hier, der will ich wirklich in den Arsch ficken. Und das macht er auch. Owei. Owei, genau. Owei gab es doch nur in der Safari-Zone damals, oder? Ich bin auch ein bisschen sprachlos, was die Designentscheidung hier angeht. Es sind Eier, die sich zusammengefunden haben. Es ist wie so eine Art Planetensystem, dass die kleinen Eier um das große Ei sich drehen. Und was mit dem kaputten Ei da hinten? Das macht mir Angst. Warum wird das nicht geheilt, wenn es ins Pokémon Center kommt? Auch wenn es... Ja, doch, Owei müsste auch schon einen Psychotyp haben. Auch wenn es einen Psychotyp hat. Kokowai hingegen hat, auch wenn es jetzt hier eigentlich nichts zur Wertung beitragen sollte... Habt ihr mal die neue Form von Kokowai gesehen? Die, wie heißt das? Aloha-Form? Ach, das ist eine riesengroße Palme mit... Eine Giraffenpalme, will ich sagen. Es hat einen richtig langen Hals bekommen. Und ach, das ist einfach nur lächerlich. Nee, Kokowai. Pflanze, Psycho. Nee, ich mache auch die drei Fratzen da einfach nicht. Ganz einfach. Dragrosso. Um Dragrosso gibt es ja auch den ein oder anderen Mythos. Allein deswegen kriegt es schon mal den Platz hier. Plus es ist auch sehr selten.
Knocker nehme ich auch mal mit dazu. Das ist ein schönes Boden-Pokémon. Zu dieser Urban Legend. Dracosso trägt ja den Schädel seiner verstorbenen Mutter auf dem Kopf. So. Jetzt haben wir unten Kangama. Das hier. Das ist die Mega-Entwickler von Kangama. Da hüpft das Vieh einfach nur raus. Nee, ist egal. Hier habt ihr Kangama. Kangama trägt sein Baby im Beutel. Jetzt gibt es da diverse Verbindungen zwischen, ja, hier die Schädelform, die Knochenschädelform und das Baby im Bauch. Ja, ist Dracosso das Kleine aus dem Beutel von Kangama? Müsste sich nicht aber dann irgendwie Knocker auch nochmal zu Kangama entwickeln? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch mal gerne nachlesen. Gibt es interessante Sachen dazu. Kick, Lee und Nocturne. Na, nach welchen Berühmtheiten sind die wohl benannt? Wer weiß es? Die sind ganz okay. Sie sind ganz okay. Es sind halt die klassischen Kampf-Pokémon. Es war immer nervig, dass man nur eins bekommen hatte und das andere tauschen musste. Aber, naja. Was habt ihr immer genommen? Ich war immer der Kickly-Fan, muss ich sagen. Nocturne. Es hatte zwar immer diese Elementangriffe, Donnerschlag, Eisschlag und sowas, aber dadurch, dass es halt nicht den Typ auch dazu hatte, gab es ja diesen Stat-Bonus nicht. Weswegen die Attacken wiederum nicht so geil waren. Da lieber ein reines Kampf-Pokémon, was dann halt Fuß oben, Fuß unten, Faust hier, Faust da macht. Wobei ja Faust dann wiederum eher Nocturne war. Aber egal, Kickly war immer mein way to go. Schlurp. Schlurp, schlurp, schlurp. Wenn ich Schlurps sehe, muss ich immer an dieses Bild denken mit Jesse von Team Rocket, was einfach nur komplett in einer ungünstigen Position gemacht wurde und was ich einfach auch nicht mehr sehen will und einfach nicht in meinem Kopf haben will. Google einfach Schlurp und Jesse und ich glaube, dann kommt es auch schon sofort. Smogon. Die freundliche Gaswolke hier, die immer am Explodieren ist. Ich mag Smogon. Es hat keinen Grund zu leben. Es ist eigentlich komplett beschissen und trotzdem, es grinst und freut sich und fliegt durch die Gegend. Im Gegensatz zu Smogon, nein. Also wenn ich Smogon wäre, Smogmog wäre, nein. Ich würde mich selbst in die Luft jagen, damit ich mal eine Ruhe hätte. Fertig. Da gab es auch eine tolle Geschichte dazu, oder? Hätten die nicht NY und LA heißen sollen ganz am Anfang? Also quasi New York und Los Angeles wegen dieser Luftverschmutzungsgeschichte und schlagt mich tot. Ich meine, da war mal was, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Rizeros. Mit Rizeros habe ich auch von Ark noch eine Rechnung offen. Du bist seitdem nicht mehr mein Fall. Nee, komm, Rizeros ist ganz okay. Rizeros ist ganz okay. Du bist eigentlich auch das Gesteins-Pokémon schlechthin. Ne? Also, ich meine gerade, Rizeros ist schon geil, doch, ja. Was ist das Besondere an Rizeros? Lernstunde mit Mike. Rizeros war das allererste entworfene Pokémon. Ja, merkt's euch. Könnt ihr irgendwann mal gebrauchen, vielleicht. Chanera. Komm, allein weil du im Pokémon Center arbeitest und meine Pokémons jedes Mal geheilt hast. Auch wenn du ein wirkliches Drecksvieh bist, wenn man es in der Safari-Zone fangen will. Aber Gott sei Dank kann man dich ja noch in diesem Azuria-Dungeon, oder wie auch immer der jetzt genannt wird, heißt, fangen. Das macht es etwas einfacher. Aber trotzdem. Deine Weiterentwicklung in Gold und Silber, die kann ganz schön eklig sein. Der Nudelsalat. Der kleine Nudelsalat, der irgendwann mal Schuhe gekauft hat. Man bekommt dich halt auch erst recht spät. Das gibt es doch unter Alabastia, glaube ich, ne? Gab es unter Alabastia? Ich meine schon, ja. Nee, du warst nie mein Fall. Ich hab dich gefangen für den Pokédex. Punkt. Kangama? Ich mag Kangama eigentlich vom Aussehen her. Ich pack's jetzt bewusst einfach nur bei ganz okay rein.
Es ist schade, dass daraus nicht mehr gemacht wurde. Es hat nur den Typ normal, glaube ich, ne? Es hat keinen Bodentyp. Der Kampftyp hätte auch irgendwie gepasst. Gestein? Nein, er hat nur den normalen Typ, was ich unverschämt finde. Kometenhieb, der Iconic Move. Ist das nicht auch nur normal? Das weiß ich jetzt nicht. Kann gerne Kampf sein, bin mir unsicher. Aber für mich eine Frechheit, dass da nicht mehr draus gemacht wurde. Boah, der Sepe, nehme ich gleich mit Simon mit. Ihr wart niemand voll. Ihr wart gefühlt immer zu schwach, einfach nur. Vor allem Sepe. Man sieht, Sitra King da in Gold und Silber war wieder eine andere Sache. Aber na, ich mochte euch. Ich mochte euch nie. Goldini. Nee, man hat es auch schon in Smash Bros. Gesehen. Goldini taugt einfach gar nichts. Zumindest in Smash Bros. Ich meine, da jetzt in Pokémon Rot und Blau und Gelb, ja. Es konnte Schnabel erlernen, was ich nicht verstanden habe. Oder? Konnte es Schnabel erlernen? Das google ich jetzt mal schnell. Ja doch, es hat Schnabel erlernen können. Für mich vollkommen. Aber was noch viel interessanter ist, dass Goldini, also man muss nicht drüber streiten jetzt. Ich behaupte es einfach mal, Goldini ist doch eigentlich ein reines weibliches Pokémon. Warum es ausgerechnet dann zu Golking wird und nicht Golqueen? Ich weiß es nicht. Vielleicht im Nachhinein hätte man noch Golqueen einführen können oder auch ein männliches oder eine männliche Art von Goldini. Goldiner. Sterndu. Sterndu ist ein nettes Pokémon. Auch mit Starmie. Auch wenn der ultra nervig war bei Misty gerade Starmie. Starmie? Wie sagt ihr? Ich habe eigentlich mal Starmie gesagt, meine ich. Warum sage ich jetzt Starmie auf einmal? Richtiger Allmann bin ich geworden, ey. Nö, haben die den Psychotyp noch mit drin? Oder lernen die einfach noch ein paar Psychoattacken? Ich bin mir auch gerade unsicher, muss ich sagen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr schöne Pokémon vor allem. Pantimos. Ein Pantimos lebt doch allein mit Ashs Mom daheim, oder? Wir wissen alle, was da passiert. Pantimos. Gibt's auch in männlich und weiblich, heißt aber im Englischen Mr. Mime. Naja. Sichlor. Wir wissen alle, jeder mag Sichlor. Sichlor ist ein geiler Mantis. Darauf war man auch immer aus, wenn man in der Safari-Zone war. Das zu haben. Also, Käfer-Pokémon im Allgemeinen waren in der ersten Generation das nicht so der geile Scheiß. Da gab es einfach zu viel, was die weggemacht hat. Aber mit Sichlor, das hat allein das Aussehen. Top. Rosana. Es ist ganz okay. Über das Design kann man streiten. Fun Fact: Es hat, glaube ich, nach wie vor den längsten Schrei. Den längsten Ruf. Oh, da fällt mir ein. Das fand ich als Kind immer wirklich creepy. Rosana Pokémon Stadium. Wenn Rosana besiegt wurde, habt ihr das mal gesehen? Da verschwindet der komplette Körper und einfach nur diese Haare bleiben dann zurück wie so eine Perücke und fallen auf den Boden. Fand ich ultra creepy damals. Boah. Ha, Elektrik, du bist ein kleines Drecksvieh. Du bist schon geil. Ich hab dich zwar öfters im Team dabei gehabt, aber du bist schon geil. Im Pokémon Stadium warst du ultra nervig, weil du immer mit Donnerwelle angefangen hast, egal von welchem Trainer oder egal von irgendwas. Und man war gefühlt immer paralysiert. Na, ich mag Elektrik. Das ist ein wütendes Drecksvieh, das einfach nur die Welt brennen sehen will. Magma wahrscheinlich auch. Guckt auch wütend. Magma war auch so ein Pokémon, das ich leider nie oft bekommen hatte. Aufgrund der Edition. Naja. Magma ist ganz okay. Es ist nicht schlecht. Ich mag seinen Mund aber einfach nicht. Pinsir. Pinsir ist das schlechte Sichlor, ja. Das ist ganz okay, aber. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Pinsir und Sichlor. Ich hätte Sichlor genommen. Jedes Mal. Auch wenn sein Maul
Das sieht schon gefährlich aus und krank. Aber, na, mehr auch nicht. Ich meine, wir hatten es ja schon über... Ist das die Mega-Entwicklung von Pinsir? Hat sich Flor keine Mega-Entwicklung? Und das von Pinsir sieht... Oh, das sieht schon krass aus, muss ich sagen. Egal. Wir hatten es ja vorhin schon ein paar Mal über die Safari-Zone. Und wenn ich an Taurus denke, fällt mir immer eins ein. Wenn man Pokémon neu beginnt. Du rennst ohne Pokémon ins hohe Gras. Du wirst angebrüllt und angemault, was das denn soll. Dass man nicht ohne Pokémon ins hohe Gras gehen kann, weil er, wie gesagt, eine Ratte oder ein kleines Vögelchen einen töten könnte. So. Dann spielst du das Spiel, kommst irgendwann in die Safari-Zone. Musst deine Pokémons abgeben. Was kriegst du dafür? Steine. Das heißt, da gehst du in ein Gebiet rein, ohne Pokémons, bewirfst wilde Stiere. Mann. Was ist die Mehrzahl von Mantisse? Mantisse. Bewirfst wilde Stiere, Mantisse und weißer Teufel was? Mit Steinen. I don't know. Macht keinen Sinn für mich, aber. Hat an sich nichts mit Taurus zu tun. Taurus ist ganz okay. Es ist halt ein Stier, ein Büffel, wie auch immer man das sehen mag. Aber, na, eigentlich, ehrlich gesagt, Taurus eins der Pokémon, mit denen ich am wenigsten Berührungspunkte hatte, irgendwie. Carpador, wir wissen alle, du bist hier, aber dafür deine Weiterentwicklung. Ich tue es bei schon geil rein. Du warst zwar auch ab und zu mal im Team drin und mich nervt's, dass es Wasserflug ist und nicht Wasserdrache. Durch den Wasserflugtyp, die Typenkombi, hat es halt eine Vierfachschwäche gegen Elektro. Bei Wasserdrache, okay, Wasserdrache wäre wiederum ein bisschen imber gewesen, weil dann wäre es auch, oder hätte es keine Schwäche mehr gegen Pflanze gehabt. Und gegen Elektro genauso wenig, hätte es glaube ich gar keine Schwäche mehr gehabt. Eis wäre dann die einzige Schwäche wohl gewesen. Wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke. Aber trotzdem, es hätte einfach viel, viel besser gepasst, vor allem weil es auch noch den einzigen Drachen. Ja, die einzige Drachenattacke lernt, die es in dem Spiel damals gab, Drachenwut. Was auch sehr schade ist eigentlich. Ich meine, da gibt es einen Drachentyp. Oder zumindest drei Pokémon, die dazugehören. Und da gibt es nur eine Drachenattacke und die zieht einfach nur konstant immer 40 KP ab. Hätte man auch mehr rausmachen können damals. Aber naja. Die Mega-Entwicklung eigentlich nicht so jetzt. Labras ist auch schon geil. Labras ist die helfende Hand der Menschen, wenn es ums Thema Wasser geht. Labras sieht schön aus. Kann Labras nicht auch sprechen über Telepathie? Ich meine, das konnte ja Simsala ja auch, ne? Aber bei Labras, auch Labras. Ich mag Labras. Warum Anime immer sehr hilfreich? Ich mochte es. Ditto. Über Ditto gibt es ja auch den ein oder anderen Mythos. Gerade in Bezug auf Mew. Weil Mew und Ditto, ja, die beiden einzigen sind, die, glaube ich, Wandler erlernen. Jetzt gibt es ja das Gerücht, dass Ditto einfach nur fehlgeschlagene Versuche aus diesem Mew und Mewtwo-Experiment sind und dann halt irgendwie entsorgt wurden. Was da dran ist, ich weiß es nicht. Ich würde es aber so nicht abstreiten. Aber trotzdem, ich mag Ditto einfach überhaupt nicht, weil man erstmal immer eine Attacke verschwenden muss. Bis man mal hier zu Potter kommt. Evoli. Machen wir gar nicht lang rum. Du bist nachgehend gar nicht mein Lieblings-Pokémon. Du bist klein und süß. Und ich weiß nicht, ob du ein Hund oder eine Katze bist. Fuchs, whatever. Aber du bist einfach nur ultra süß. So, dann kommen wir zu den drei Entwicklungen. Aquana, davon muss ich sagen, mag ich am allerwenigsten. Aber du bist trotzdem ganz... Du bist ganz okay, ja. Aber du warst halt nicht mein favorite Wasser-Pokémon. Oh, meine Stimme kackt langsam ab. Ich schlafe jetzt auch schon. Dusch ging schon eine Stunde fast. Was ist denn los? Ich dachte, es geht nur eine halbe Stunde. Maximal. So, Blitzer auf jeden Fall. Kommt direkt nach. Na, nach Evoli. Okay, kommt nochmal nach Tara. Dann kommt Blitzer. Blitzer war das Elektro-Pokémon, was ich immer dabei hatte dann. Auf alles andere hab ich geschissen. Flamara finde ich auch schon geil. Ist leider gefühlt immer etwas am Schwächeln gewesen, aber. Sollte ich mal keine Glurak dabei gewesen haben oder kein anderes
ich sag mal, Starter-Pokémon, egal in welcher Generation jetzt. Meistens war es dann doch irgendwie Flamara, das ich schon mitgenommen hatte. Sofern es möglich war, was ich irgendwie zischen konnte. Oder ich irgendwie an ein zweites Evoli rankam, weil das andere Evoli war natürlich immer Blitzer. Beziehungsweise dann nochmal nach Tara in den weiteren Generationen. Porygon, nein. Nee, weißt du was? Pack ich. Ich weiß nicht, wo ich ihn packen soll. Du warst einfach nur ultra nervig zu bekommen mit deinem scheiß 9999 hier Casino-Münzen. Ach, nee. Ich kann nicht mal irgendwas zu dir sagen. Ich hab dich nie im Team gehabt. Dein Iconic Move, dieses Triplette oder was auch immer. Oh, das kann Dodo und Dodri auch. Gibt's doch ein Pokémon, das das kann? Welches Pokémon lernt Triplette? Außer Dodo, Dodri und Porygon. Ich weiß es gerade nicht. Ammonitas. Ammonitas. Ihr seid beide nicht mein Fall, muss ich sagen. Mich nervt es genau wie bei Kabuto und bei Kabutops, dass einfach Wassergesteinsseiten halt wieder diese Vierfachschwäche gegen Pflanze dann automatisch bekommt. Kabuto ist es auch nicht so das Geile hier, aber wie Kabutops wiederum hatte ich auch sehr, sehr oft dabei. Gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Kabutops und Sichlor? Man kann es nicht abstreiten, oder? Da habe ich null Info zu. Da muss ich mal schlau machen. Da gibt es auch schon auch irgendwelche Urban Legends oder sowas, dass die beiden irgendwas verbindet. Da bin ich gespannt drauf. Aerodactyl. Du bist eigentlich ganz okay. Bist jetzt nichts Besonderes für mich. Du bist ja auch so ein Urzeit-Pokémon und eigentlich gehört ja auch ein Drachentyp zugesprochen, finde ich. Gesteinsflug bist du ja, glaube ich. Flugdrache oder Gesteinsdrache. Gesteinsdrache wäre perfekt gewesen. Weitere Entwicklung davon kenne ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Ein bisschen was von Ruinen der Gigante von Monster Hunter, falls das einer kennt. Oder falls ihn einer kennt. Das Spiel werden ja schon ein paar Leute kennen. Relaxo ist schon geil. Allein schon, weil es ein Mitarbeiter von Game Freak nachempfunden ist. Kann man darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich find's mega witzig. Im Anime ist es ja auch immer witzig, wenn es alles weggefressen, alles platt macht. Schlafen, fressen, sonst nichts machen. Dann kommen wir schon zu den legendären Vögeln. Arctos. Arctos ist ganz okay. Es hat einen schönen Sprite, muss ich auch sagen. Es wirkt wirklich sehr, sehr elegant. Aber ein Eisvogel. Not my type. Dafür Zapdos wieder. Es ist ein Elektro-Pokémon. Tut mir leid. Es hat immer einen Bonus. Zapdos ist schon geil. Das Sprite jetzt hier und auch in-game in der ersten Edition, kann man drüber streiten, aber es geht einfach so geile Bilder mit ihm. Lavados müsste eigentlich auch ganz mit oben dabei stehen, weil ich eigentlich diese Legenden über Phönixe oder alles in der schon irgendwie mag. Aber mit Lavados kann ich einfach nichts anfangen. Und vor allem habt ihr mal den Sprite von der ersten Generation gesehen? Das sieht einfach nach nichts aus. Tut mir leid. Das sieht einfach nach nichts aus. Kannst in die Tonne treten. Und ich glaube, es landet auch nur. Landet sogar nicht einfach nur Feuersturm als Feuerattacke? Ach, ich bin noch unsicher. Also klar, per TM geht noch mehr, aber. Trotini ist ein süßes kleines Pokémon, das man in dieser Fachzone nur fangen kann. Ansonsten glaube ich nirgends, ne? Und ja, du bist ja scheiße zu trainieren. Deswegen bleibst du auch nur bei ganz okay. Genauso wie Dragonier, du bist ja ein großes Trotini. Du bleibst genauso scheiße zum Trainieren. Und eigentlich werdet ihr ja auch wirklich schon ihr beide hier oben. Gerade mit Dragoran. Ich pack Dragoran auch wirklich nur hier rein jetzt. Weil es entwickelt sich halt erst mit Level 55. Und meistens hast du das Spiel halt schon durchgehabt, bis du dann wirklich im Endeffekt mal einen Dragoran hattest. Dann hast du aber Dragoran auch nicht mehr gebraucht, weil dann gab es ja nichts mehr. Außer du wolltest irgendwelche Pokémon trainieren. Beziehungsweise leveln für den Pokédex. Das ist entwickelt. Aber. Oder im Nachhinein für Pokémon Stadium vielleicht. Wobei es halt auch diese komische Level Cap gab, dass du halt nur ein Pokémon von 55 mitnehmen konntest und. Die anderen beiden mussten dann 50 sein dafür und. Ach ja, das habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf.
So, Mewtwo. Muss ich irgendwas zu sagen? Es ist Mewtwo. Wir alle lieben Mewtwo. Mewtwo, das stärkste Pokémon. Ob es im Endeffekt auch wirklich so ist, ich weiß nicht, aber für mich persönlich das stärkste Pokémon. Überhaupt. Erste Generation. Jeder wollte es haben. Jeder hat es sich geholt. Mew. Mew kommt für mich auch einfach hier drunter. Mew, das war zu lange Mythos, zu lange Gerücht, zu lange hier, zu lange da. Ach, nee. Ich meine, ich finde es witzig, dass man es wirklich trotz allem fangen kann. In der ersten Generation. Durch diverse... Der Glitches sind es ja nicht. Sind das Glitches? Ja doch, das heißt ja auch Mew Glitch, ne? Sonst muss es ja Glitch sein. Ja, aber es war zu schnell ausgelutscht. Einfach, es gab dann einfach zu viele Gerüchte, was man machen muss, um das zu bekommen. Und alles war falsch und gelogen. Und jeder hat das irgendwie ausgenutzt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Na, es ist zwar auch schön, dass es jede Attacke erlernen kann, wenn es will. Und für mich war es einfach nie so stark wie Mewtwo. So, dann hätte man es ja schon. Wie gesagt, ich würde jetzt ungern hier was ändern. Ich glaube, das passt so aus meiner Sicht. Ihr könnt da gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas ändern würde. Was ist denn euer Lieblings-Pokémon zum Beispiel? Was ist euer Schwächstes? Welches ging euch am meisten auf die Nerven? Schreibt es einfach mal rein. Würde mich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne mal einen Daumen da. Wenn ihr ganz krass seid, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Der Mike wird sich freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.